Bei dir alles okay? Hier wird man uns helfen. Bald ist das alles eine böse Erinnerung. Wow. Hier muss es sein. Ja. Kara und Alice sind wieder am Start, nach ihrer Flucht vor Connor und der Polizei. Jetzt sind wir bei irgendeiner Adresse, wo wir Hilfe kriegen. Das ist ja ein Palast. Haus. Hol Hilfe. Dann machen wir das mal. Hallo. Sind Sie Slatko? Wer fragt das? Es heißt, Sie könnten uns helfen. Ich weiß nicht, wer sowas sagt. Ihr seid am falschen Ort. Tut mir leid. Nicht. Wir brauchen wirklich Hilfe. Kommt rein. Rein. Nicht so schüchtern. Wow. Slatko folgen. Darf ich mich erstmal umgucken? Ich bin unhöflich. Ich muss erstmal alles anfassen und angucken. Mir egal. Bücher, jede Menge Bücher. Geil. Da geht's runter. Ja, hübsch. Ein ausgestopfter Strauß. Boah, geiles Haus. Luther, wärst du so lieb und nimmst den Damen bitte mal ihre Mäntel ab? Oh. Nur keine Angst vor unserem großen Freund hier. Luther ist ebenfalls ein Android, dem ich half. Er leistet mir Gesellschaft in diesem großen, leeren Haus. Bitte. Macht es euch gemütlich. Wie habt ihr von mir gehört? Ein Android. Unterwegs. Er sagte, sie helfen. Verstehe. Abweichler, hm? Was ist mit ihr? Sie ist ein Mensch. Und ihr sucht einen sicheren Ort, um ein neues Leben anzufangen. Ich höre, Kanada soll zu dieser Jahreszeit sehr schön sein. Herrliche Landschaft, sehr viel Platz, frische Luft und keine Androidengesetze. Toll für einen Neuanfang. Ja, das ist genau das, was wir vorhaben. Natürlich. Ich helfe euch. Doch zuerst musst du den Sender loswerden. Sender? Ja. Alle Androiden sind mit einem Peilsender ausgestattet, mit dem man sie orten kann.
Ich werde ihn entfernen und dann seid ihr beide sicher. Kommt schon. Folgt mir. Bullshit. Ach, die Kleine kann im Wohnzimmer auf uns warten. Nein, sie bleibt immer bei mir. Das ist Bullshit. Hier entlang. Alles, was wir brauchen, ist im Keller. Wenn man uns so leicht orten könnte und finden könnte durch diesen Sender, dann hätte Connor uns doch auch schon längst gefunden. Und überhaupt die Polizei. Und alle anderen Abweichler auch. Dann wären die ganzen hier Jericho auf dem Schiff und so, dann wären die doch auch alle gar nicht da. Oder Connor hat doch selbst in Akten gelesen, es gelten doch so viele Abweichler als vermisst. Nee. Und ich glaube nicht, dass die alle hier waren und sich hier den Sender haben entfernen lassen. Irgendwas ist hier richtig, richtig faul. Ich will wieder gehen. Ja, wir gucken mal raus. Ich gucke mir jetzt erstmal alles an, Zlatko. Da kannst du dich auf den Kopf stellen, das ist mir egal. Zlatko folgen. Ja, ja, machen wir gleich. Ich gucke jetzt erstmal, ne? Hier kann ich nix. Ist süß, wie die ganze Zeit Händchen halten, die beiden. Ja, sauber gemacht hat hier auch schon länger keiner mehr. Oh. Billard. Oh, Billardtisch. Oh, 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 oh. Halt, halt, halt. Bücher. Bücher. Ja, sieht fast aus wie bei mir. Haha. Ja, hier gibt's aber auch gar nichts zu gucken. Oh. Oh. Garten. Hier gibt's gar nichts mehr für uns zu gucken. Kann ich noch ans Klavier oder so? Nö, auch nicht. Gut. Ich gehe halt immer auf Nummer sicher. Kann ich noch mal an meine Jacke ran? Darf ich auch nicht. Okay. Hochgehen darf ich wahrscheinlich gar nicht. Dann wird geschimpft. Was ist das, ein Schrank? Ich mag das Haus nicht. Und den Mann. Gehen wir, ich habe ein schlechtes Gefühl. Oh, alles. Ich weiß. Ich traue ihm auch nicht. Wir müssen aufpassen. Ja, ich traue dem wirklich nicht. Ich traue dem wirklich nicht. Ich komme auch nicht mehr zurück. Bitte entschuldigt das Chaos. Ich brauchte ein diskretes Versteck für meine Maschinen. Mhm. Sender zu entfernen ist illegal. Da ist Diskretion wichtiger als Komfort. Ich hoffe, die Kleine hat keine Angst. Nein. Nein, sie kommt klar. Das ist gut. Was ist da? Was war da? Bitte. Boah, der Typ. Alter, was ein Schrank. Du versperrst mir die Sicht. Die Sicht, die Sicht. Stell dich bitte da drüben hin.
Ich soll mich jetzt da drauf stellen. Hi. Ich weiß nicht. Ich will nicht da drauf. Hi. Wodka. Ja, ordentlich am Saufen, wa? Scheiße, ich muss... Ich muss dich warnen. Das wird etwas unangenehm. Weißt du, was seltsam ist? Aus irgendeinem Grund funktionieren die Sender in Abweichlern nicht. Darum seid ihr so schwer zu finden. Also gibt es eigentlich gar keinen Grund, den Sender zu entfernen. Was? Sie sagten doch... Ja. Es war so klar. Man glaubt, was man glauben will. Ihr Abweichler seid so naiv. Sie alle kommen her, glauben, dass ich ihnen helfe. Und ich setze sie zurück und verkaufe sie. Scheiße. Oder ich behalte sie für Experimente. Nein! Nein, ich will kein Reset! Lassen Sie mich gehen! Ah, ich vergaß ja das Kind. Sperr es ein. Ich regle das später. Alice! Alice, nein! Wow. Ein Abweichler, der Mutter sein möchte. Das ist so süß. Und so verblendet. Wir sollten diesem Elend ein Ende machen. Scheiße. Zurücksetzung. Ach du Scheiße. Nein. Das kommt davon, wenn man Träume hat. Das Ende ist immer das gleiche. Tränen und Ernüchterung. Glaub mir, es ist besser, gelöscht zu werden und nicht zu fühlen. Kein Schmerz mehr. Und keine falsche Hoffnung. Ich beneide dich fast. Kara! Was ist bei dir denn schiefgelaufen? Arme kleine Alice. Oh, deine Mami scheint dich gar nicht zu erkennen, ha? Deine Mami hat dich wohl komplett vergessen. Kara, was ist mit dir passiert? Okay, das reicht jetzt. Komm schon. Hey. Du beißt mich? Dir bringe ich Manieren bei, du kleines Miststück. Kara, wach auf, Kara! Oh, shit. Wir treffen uns im Wohnzimmer. Was? Wie im Wohnzimmer? Oh Gott, nein! Finde einen Weg zur Flucht. Oh. Schieben. Ja, das hat's gebracht. Ein Kurzschluss verursachen. Grüne Kabel. Grünes Kabel. Grünes Kabel, komm. Mach, 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 mach. Hat's geholfen?
hochstemmen. Okay. Nochmal. Hab ich es geschafft? Habe ich es geschafft oder nicht? Speicherschaden repariert. Finde Alice. Oh. Ich habe es echt geschafft. Ich bin raus hier. Jetzt muss ich nur noch Alice finden. Oh verdammt, ich muss Alice finden. Was geht hier ab? Okay. Nein, das darf nicht passieren. Was? Er spielt gerne mit uns. Er schafft Monster. Nur zum Vergnügen. Feier. Ach, wer ist hier das Monster? Schau, was er getan hat. Ja, du musst auch nicht Angst vor denen haben. Geh doch mal rein. Boah, was hat der gemacht? Was ist das für ein kranker Bastard, ey? Das ist die Frage. Oh Mann. Und nur so arme Leute hier. Kann ich jetzt hoch? Finde Alice. Der steht da. Ich muss Alice finden. Ich muss ganz, ganz dringend Alice finden. Zur Werkstatt untersuchen. Ja, RA9, das ist super. Ich muss aber jetzt Alice finden. Verbleibende Zeit, oh Gott, verdammt. Käfig öffnen. Kann man machen, muss man aber nicht. Hi. Da komme ich nicht durch, oder was? Nein, da komme ich nicht durch. Ich muss erst alles finden. Dadurch, dadurch. Hallo. Was machst du hier? Hat dir der Meister erlaubt, herzukommen? Du musst dem Meister immer gehorchen. Oh ja, du musst gehorchen. Du darfst hier nicht sein. Du hast hier nichts verloren. Kann ich hier rein? Ich weiß nicht, ob das alles so gut ist. Ja, schöne Zeitung. Das ist super.
Jetzt aber nicht. Echt jetzt nicht. Gott, wir haben nur 7 Minuten. Da ist eine Waffe. Sie ist nicht geladen. Ja, natürlich ist sie nicht geladen. Das ist so typisch. Natürlich ist sie nicht geladen. Ja, wo ist sie denn? Das ist aber auch riesig hier. Einschalten. Nein! Geh! Wir gucken jetzt kein Fernsehen. Okay. Oh, da ist sie. Oh, ich habe sie gefunden. Alice? Kara? Kara, du erinnerst dich? Oh, wie könnte ich dich vergessen? Es tut mir so leid. Du hattest recht, wir hätten nie herkommen sollen. Wir müssen weg. Du musst mir folgen und ganz leise sein, okay? Oha. Luther! Ja, Slavko. Ich bin hier fertig. Hol jetzt die Kleinen. Sofort, Schlag. Rein hier, rein hier, rein hier. Verstecken, verstecken, verstecken. Slavko! Was? Die Kleine ist weg! Sie kann ja nicht verschwunden sein. Sie muss hier irgendwo sein. Worauf wartest du noch? Such sie! Oh, shit. Oh, shit, oh, shit. Komm, hau ab. Geh bitte. Komme! Das war knapp. Sie durchsuchen das Haus. Wir müssen hier raus, bevor sie uns finden. Feuer legen, zurückgehen. Feuer legen. Wir fackeln den Laden ab. Sie sind gleich hier. Da ist überall Rauch. Luther! Scheiße, ein Feuer! Luther! Verfluchtes Miststück. Komm, Gas. Gas, gib Gas. Lauf, lauf, lauf. Komm, komm, komm. Raus hier, raus hier, raus hier. Lauf so schnell du kannst! Scheiße. Du warst gewarnt. Träume enden immer in Tränen. Du hättest auf mich hören sollen. Was machst du denn? Geh mir aus dem Weg. Nein. Nicht diesmal. Geh mir aus dem Weg oder ich schieße durch dich durch. Kannst du es wagen? Was für
Friedrich ein. Was wollt ihr hier? Wer hat euch rausgelassen? Lasst mich in Ruhe! Lasst mich in Ruhe! Gehorcht mir! Ich bin euer Meister! Ich bin euer Meister! Das geschieht dir recht. Du Penner. Ich wollte dir nichts tun. Er hat mich auf Gehorsam programmiert. Als ich sah, wie die Kleine ihr Leben für dich riskiert, war es, als öffnete ich meine Augen zum ersten Mal. Endlich konnte ich sehen. Ich weiß, du vertraust mir nach all dem sicher nicht mehr. Aber ich kenne jemanden, der euch über die Grenze bringt. Ich könnte euch hinbringen. Ich könnte euch beschützen. Dich und die Kleine. Okay. Ich vertraue dir. Ich hatte solche Angst, dich zu verlieren. Und wieder muss ich sagen, die machen was mit die beiden. Mann, 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 Mann. Oh, wow. Oh, wow. Oh, hier sind aber noch andere Enden. Drei Enden wären hier möglich gewesen. Was? So viel? 43%. Ja. Hier habe ich irgendwas... Ah, vor dem Reset entkommen. Oder sie wäre zurückgesetzt worden. Das wäre dann hier unten der Weg gewesen. Und da gab es auch jede Menge zu tun. Okay. Ich habe es aber geschafft, bin durchs Haus geschlichen. Monster befreien. Ja, das hätte ich noch gerne gemacht eigentlich. Im Nachhinein. Vorher vielleicht nicht so doll, ne? Es hätte doch bestimmt Alarm gegeben. Lagerraum betreten. Badezimmer betreten. Badezimmer-Android ist laut. Oh, da hätte es auch schon irgendwie ein Ende gegeben, glaube ich. Oder so. Oha. Naja, gut. Lesen. Da hatte ich gerade ehrlich gesagt keinen Nerv für. So oder so wäre es damit geendet, dass wir Alice suchen müssen. Was wir auch geschafft haben. Und dann gibt es halt nur einen Weg, und zwar die Flucht. Lusa geht, um Alice zu holen. Großen Raum betreten. Unter dem Tisch verstecken. Wir hätten es auch noch woanders wahrscheinlich verstecken können. Haus anzünden haben wir gemacht. Schlafzimmer betreten. Durch Korridor gehen. Oh, da wären noch so viele Sachen hier möglich gewesen. Boah, was ist das denn alles? Heftig. Kara erreicht die Treppe. Kara und Alice fliehen in den Hof. Slutko holt auf. Die Monster greifen Slutko an. Lusa stößt zu Kara und Alice. Ja, cool, dass der jetzt dabei ist. Der ist mir auch irgendwie direkt sympathisch so. Ist ein großer, lieber Kerl. Kann ich denn mal gucken? Statistiken von Freunden. Alice wird von seltsamen Geräuschen angezogen. Ja, ist klar, 100%. Vor dem Reset entkommen, 72%. Hey! Durchs Ausschleichen, 72%. Monster befreien haben 100 gemacht. Gelesen haben nicht wirklich viele. Kann ich auch verstehen. Ein Haus nach Alice suchen. Alice gefunden, 100%. Na, ein Glück. Jeder hat sie also gefunden. Oh, viele haben sich auch unterm Tisch versteckt. Haus anzünden haben nur 9 gemacht. Okay. Schlafzimmer betreten waren 90% drin. Ja. Erreichte Treppe 100. Also,
alle haben bis jetzt das vernünftige Ende hier. Sehr, sehr gut. Ja, in der nächsten Folge geht's weiter. Würde mich freuen, wenn ihr wieder dabei seid. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen da. Oder auch einen Kommi, da freue ich mich immer sehr drüber, wenn ihr schreibt. Und ja, dann sehen wir uns bald wieder, hoffe ich. Bis dann. Ciao, ciao.